Lieben, wir sind wieder mal unterwegs und sind heute in Marktbreit im Pöstl Center und schauen uns da ein paar Fahrzeuge an. Mal gucken, vielleicht ist für uns was dabei. Wir sind ja immer noch auf der Suche und haben jetzt hier einen Trenta 600 R gefunden aus dem Modelljahr 2022. Aber wir schauen mal rein. Okay, dann lasst uns mal loslegen. Also, wir haben schöne Querbetten. Haben schöne große Schränke, die tief bis in die Ecke gehen, hinten rein, gefällt mir sehr gut. Schöne Ambientebeleuchtung oben drum, ich mache hier hinten auch dasselbe, der geht auch bis in die Ecke hinten rein. Kompletter Schrank, auch mehr schön mit Lippe und auf der anderen Seite haben wir natürlich dasselbe nochmal. Also sehr tief, gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Wir haben hier auch wieder das kleine Regal, wie hier drüben auch. Eine kleine Lampe mit der Dometic-Leiste, die man dann abnehmen kann und woanders hinsetzen kann, wenn man es kann. Geht nicht mehr rein. So, jetzt haben wir es. Schönes Fenster mit Verdunklungsplissé und von oben nach unten kommt dann das Fliegengitter. Also das gefällt mir auch sehr gut. Ein Fenster an der Seite, was auch höher gesetzt ist, wenn du das Bettzeug drauf hast, dass du dann das Plissé nicht kaputt machst. Hinten haben wir zwei Fenster in den Hecktüren, auch jeweils mit Fliegengitter und Verdunklung und Aufstellfenster. Hier haben wir sogar noch ein kleines Fach in den Türen. Das zeigen wir euch dann von draußen, dass man auch noch ablegen kann. Dann haben wir hier zweimal USB, eine 230 Volt Steckdose. Die Dometic-Leisten sind auf beiden Seiten. Finde ich sehr schön. Ist egal, warum du schläfst. Aber die Steckdose ist nur auf der Seite. Hier haben wir noch einen Lichtschalter für die Ambientebeleuchtung. Die gefällt mir aber sehr gut, muss ich sagen, weil die direkt um die Schränke rumgeht. Und wenn du den Schrank aufmachst, hast du Licht drin. Das finde ich halt schön, ne? Ist alles ausgeleuchtet. Ein Hickey 40x40. Auch mit Verdunklung und Fliegengitter. Ein Aufstellhickey. Also hier hinten hat man schön Platz. Wie gesagt, das ist Querbetten, aber sind okay. Gefällt mir gut. So, dann komme ich mal hierher. Hier haben wir noch einen Staucher. Schönes in der Ecke. Eine Aufstiegshilfe fürs Bett. Die allerdings ja eigentlich nicht nötig war. Für mich jedenfalls nicht. Hier unten drunter haben wir dann nochmal Staufächer, zwei Stück. Einmal hier, ein großes Staufach. Und hier auch noch ein kleines. Ist aber auch sehr schönes. Fangen wir in der Küche an, ne? Hab ich mal runtergehüpft. Hier oben haben wir auch zwei tiefe Fächer. Hier steht nur ein Karton drin. So. Sehr tief, also Teller würden reinpassen. Was schade ist, dass es hier hinten nicht verkleidet ist. Aber naja, gut, da hast du mehr Platz. Ne? Kannst du hier hinten schön Tassen draufstellen. Da ist aber keine ambiente Beleuchtung, sehe ich gerade. So, dann haben wir hier eine schöne Lichtleiste. Das Dometic für den Kühlschrank bedient halt. Dann haben wir hier Lichtschalter für die Dusche. Für vorne und eine 230 Volt Steckdose. Hier haben wir jetzt weiter keine Steckdosen. So, dann haben wir einen Zweiflammenherd mit 15 und 22 cm Topfgröße. Hier zur Zündung. Geht auch.
Das Becken ist sehr flach, aber zum Abwaschen reicht es. Was mir immer sehr gut gefällt, das ist der schwenkbare Wasserhahn. Muss man natürlich aufpassen, ne? Nicht aus Versehen mit dem Fuß nachts beim Schlafen Wasser an. Schöne Arbeitsfläche, viel Platz, finde ich. Ja, das ist schon ein Vorteil. Ja. Hier ist zwar keine Arbeitsverlängerung, aber die ist hier, glaube ich, auch nicht nötig. Ja, die brauchst du nicht. Und was auch schön ist, hier hinten ist auch so gezogen wie die Schränke auch. Das ist sehr schön gemacht. Das ist eigentlich ganz hübsch gemacht, ne? Ja. Schöne große Auszüge. Das gefällt mir auch sehr gut. Allerdings glaube ich kein Schachtklos. Aber es sind Vollauszüge, die sehr groß sind, ne? Und tief. Doch, ist Schachtklos. Und hier ist noch ein kleinerer. Allerdings nicht ganz so klein. Da gibt es andere, die haben nur die Hälfte von dem, ne? Ja. Also das finde ich schon schön. Ja gut, dafür fällt der seitliche Schrank weg, wie bei dem Summit. Ja, das stimmt. Summit. Ja. Wie ihr seht. Aber ist da nicht noch ein Fach hier? Nee, hier ist nichts mehr. Aber unter der Matratze ist da was? Nee, da ist auch nichts. Das ist hier drüben. Da ist der Wassertank dann wahrscheinlich, ne? Ich stehe schon in der Dusche. Ja, hier haben wir noch den Kühlschrank. Ach so, ja. Brauchen wir den noch. Das können wir nicht essen. Kühlschrank. Auch von Dometic. Ist beidseitig zum Öffnen. Kühlfach kann man auch entnehmen, wenn man es nicht braucht. So wie gesagt, beidseitig. Kann man auch schnell von draußen mal was rausnehmen. Ja, das ist schon schön, ne? So, wie gesagt, ich stehe in der Dusche. Wir haben hier eine Schiebetür. Wie ihr seht, könnt ihr das nach hinten ein bisschen abtrennen, dann hat man ein bisschen Privatsphäre. Die scheint auch recht leichtgängig zu sein. Super, ne? Ja. Kann man schön rumziehen. Also das finde ich gut. Und hier kannst du ja auch komplett zumachen, mache ich gleich. Ne? Dann haben wir eine Tedford-Toilette, drehbar. Das Loch bleibt immer in der Mitte. Man kann sich da gut draufsetzen. Vom Platz her ist es wirklich schön. So. Macht mal zu, hier. Zack. Da reicht die eine, da musst du nicht das ganze Rolltor zumachen. Und dann haben wir hier oben ein kleines Regal mit einer Reling davor. Einen schönen großen Spiegel. Einen schönen Schrank. Keine Reling, aber ist okay, kann man sich irgendwas einfallen lassen. Oder die Kulturbeutel reinstehen. Im Schrank ist noch ein Spiegel. Ja. Und hier ist noch mal ein kleines Regal. Wir haben ein schönes Waschbecken. Hier kann man auch noch was hinstellen. Wir haben ein Außenfenster mit Verdunklung und Plissé. Und hier unten haben wir auch noch einen Schrank. Also Platz ist hier ja ohne Ende. Ne? Das gefällt mir ja sehr gut. Und einen Heizungsausströmer haben wir hier. Hier haben wir einen Lichtschalter. Dann würde ich eine Steckdose suchen. Die haben wir leider hier drin nicht. Da lässt sich vielleicht was nachrüsten. Ja, aber das kannst du ja. Dann haben wir einen Vorhang. Den zieht man hier so rüber, wenn man duscht. Hat der hier so Druckknöpfe, die macht man hier an. Dann kommt hier die Dusche rein, aus dem Waschbecken die. Ne, und dann bleibt es dahinter erstmal schön trocken. Finde ich sehr schön, weil er ganz durchgeht von oben nach unten. Manchmal hast du bloß halbe, so halb hoch die Vorhänge. Also mit dem Vorhang kann man ja wohl leben. Und dann können wir, wie gesagt, die Rolltür komplett zumachen. Machen wir das mal. So sieht das dann aus. Von außen, sechs Meter. Also die Dusche ist nicht blau. Da ist nur eine Schutzfolie drauf. Die kommt dann noch ab. Man hat hier wirklich Platz zum Duschen.
Natürlich kommst du da nicht mehr an die Fächer, ne? Aber das ist ja nicht das Problem. Ich glaube, man duscht ja nicht, wenn einer da was macht. Ich will mal das Brett rausnehmen. Wir haben zwei Abläufe. Ja, kann man erkennen. Also das finde ich schon schön. Und dann stehst du natürlich noch ein bisschen tiefer. Und du hast hier Platz, ne? Ich bin 1,70 und habe noch Platz. Kannst sogar mit dem Brett duschen. So, das war das vom Bad. Dann haben wir hier oben richtig schön vier Lampen. 1, 2, hier weiter geht's, 3, 4. Also richtig schöne Leuchten, ne? Schön hell ausgeleuchtet. Das ist ganz gut, also mir gefällt da eigentlich ganz gut hier. Ja. Das ist bis auf ein kleines Manko wäre das eine Alternative. Ja. Aber da kommen wir gleich noch zu dem Manko. Dann haben wir hier ein Loch. Ein 12-Volt-Stecker. Ja, nee, da ist ein Loch, ist noch keine Dose drin. Da ist noch nichts drin. Da kommt vielleicht mal einer rein. Aber wie gesagt, es ist schön gezogen. Auch am Fenster, in der Dinette ist Stoff drüber. Ja. Passt gut zu den Sitzen. Ist verkleidet. Ja, das gefällt mir gut. Dann haben wir hier noch ein Fach. Da können wir eventuell gar nichts reinstecken. Da ist die 230 Volt Sicherung für den Landstrom und der Frostwächter. Ja. Und dann haben wir da noch irgendeine Kabelvorbereitung. Okay. Ja. Auch hier haben wir schön, guck mal hier oben, das finde ich gut, dass sie das so verkleidet haben. Denn natürlich fehlt das Fach vorne. Ja. Aber dafür hast du im Heck, hast du ja wahnsinnig Stauraum. Zwei schöne große Fächer, nicht durchgehend, aber okay. Mit Lippe kriegst du einiges rein. Finde ich schon schön. Und hier haben wir auch wieder die Dometic-Leiste. Licht. Am Fenster wieder mal Verdunklung. Und Plissé. Also es gefällt mir auch sehr gut. Aufstellfenster. Hat der jetzt hier eine Gasheizung oder hat der? Das dürfte Gasheizung ja, sein. Ne? Sitzen tut man hier gut. So, hier ist nochmal für die ambiente Beleuchtung Lichtschalter. Für die Decke. Na, so schönes, gemütliches Licht. Dann haben wir hier 230 Volt und zweimal USB. Finde ich schön. Ja. Du hast hier sogar noch mal eine kleine Kante, da könntest du auch noch was reinstellen. Der Tisch ist zum Verschieben. Vor und zurück. Und wir können den noch verlängern. Na klar. So, dass der Beifahrer auch mitessen kann. Und du kannst ihn auch noch für die Küche, weil du hast ja hier keine Arbeitsflächenerweiterung, kannst du hier mal schnell was abstellen. Und das ist ja, sehr ist stabil. Richtig. Der ist in Ordnung. Das ist wirklich schön, ja. Wirklich nicht schlecht. Ja, dann haben wir unterm Tisch, haben wir auch noch, geh ich mal rüber, ne? Machen wir hier jetzt. Kleines, da geht zum Beispiel Schuhe rein. Und hier drüben haben wir dann auch noch eins, ein Riesenfach. Ganz groß. Da passt viel rein. Und was mir gefällt, du musst nicht den Tisch erst wegnehmen. Ja. Also hier von der Fahrerseite sitzt du gut hier. Ja, kann man sitzen bleiben. Dann haben wir hier noch zwei kleine Fächer, rechts und links. Auf der und der Seite und hier oben, naja. Da kannst du mal schnell einen Autoschlüssel reinschmeißen, wenn du stehst oder so. Also das Heki ist auch sehr groß. Ist aber auch ein Bügelheki. Hier, Linksheki. Kurbelheki. Kurbelheki. Ja. So, dann haben wir da oben die Elektrik. Da haben wir nochmal zwei USB. Sehr schön.
Und die Einstellung für die Heizung. Eine Truma, eine ready. Batterie und alles. Also so ist es schön, ne? Kannst du nichts sagen. Jetzt fahren wir hier auf Citroën. Sechsgang. 10 Radio ist drin. Da ist auch nochmal zweimal USB und du kannst noch 12 Volt anschließen. Also es ist wirklich sehr schön. Dann haben wir hier den Cupholder, Handy- und Tablet-Halterung. Ja. Ja, die Verdunkelung geht hier von links nach rechts und rechts nach links. Jawohl. Die mache ich mal schnell, wa? Kannst du ja einen Sitz umdrehen, wenn du willst. Ah, ja, ich komm schon. Hey, meine. Na ja. Die muss ich hier aufmachen. Und dann ziehen. Naja. Hier geht's leichter, ne? Ja. Okay. Mit Fingerspitzengefühl, was auch sehr schön ist. Du kannst die Armlehnen abziehen und kannst es waschen. Hier ist nämlich ein Reißverschluss. Ja, das wird mit einem kompletten Polster so sein, ne? Die kannst du dann kalt waschen. Also da brauchst du jetzt nicht nochmal extra Schonbezüge drüber machen. Das wäre ja Quatsch, ein Schonbezug für einen Schonbezug. Ja, also das gefällt mir sehr gut. Ja. Das ist schöner, derber Stoff. Und wir haben noch eine kleine Überraschung. Man kann den Tisch nach unten setzen und noch ein drittes Bett bauen. Hier unten wird er dann eingehakt und dann kannst du ein drittes Bett bauen. Das finde ich sehr schön. So, sind wir durch hier, oder? Ja, bevor wir nach hinten gehen, sprechen wir nochmal schnell über Preise. Weil für dieses Fahrzeug, es ist zwar ein 2022er Modell, aber ein Neufahrzeug. Und wie ich finde, zu einem richtig guten Preis. Ich schaue hier mal auf die Preisliste. Ich blende euch das mal hier ein. 57.860. Hier muss man aber auch sagen, hier ist noch ein Multimedia-Navigationsgerät verbaut. Hat ja Mone schon erwähnt. Ja, von Zenec. Der Abwassertank ist isoliert. Das Elektropaket ist hier drin. Traktion Plus. Klimaautomatik ist mittlerweile schon drin. Ja, also... Für den Preis, denke ich, ist das nicht so schlecht, wenn einer einen günstigen 6-Meter-Bössel sucht. Bei uns ist das Mango hier oben. Wir brauchen einfach das Fach. Das hier oben, ja. Ja. Aber für andere, die, will ich sagen, große Leute, ist das natürlich ein Vorteil, wenn oben das Fach fehlt. Dann hast du hier natürlich die Kopffreiheit. Ja, hier hast du. Aber wir wollen das Jackenfach. Aber ansonsten muss ich sagen, nicht schlecht für den Preis. Da verlangen andere deutlich mehr. Also wenn ihr Interesse an dem Auto habt, Pössl Sender Markt Breit, das ist jetzt hier unbezahlte Werbung. Ja. Wir sind nämlich selbst auf der Suche, dachten wir schauen hier mal und da haben wir das Fahrzeug entdeckt. So, dann schauen wir noch in den Kofferraum, ob der offen ist. Ja. Schau mal, ich ziehe meine Jacke an, sonst wird es zu frisch. Na, hier haben wir noch den Wassereinfüllstutzen an der Ecke. Und hier ist offen. Wir haben hier noch Zusatzpolster drin. Ich denke mal an fürs dritte Bett. Hier ist auch noch das Brett dazu, was man dann vorne einklemmt. Und dann kann man noch ein drittes Bett bauen. Also das ist ja auch nochmal ein Extra. Das ist ja auch nicht inklusive in der Serie. Dann haben wir hier auf der Seite das Gasfach. Hier ist das Blattwerkzeug und bietet Platz für 2 11 Kilo Gasflaschen. Ein recht großzügiger Kofferraum. An der Seite ist ein Fach und dann in der Mitte durchgehen. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht,
Das Polster mag ich jetzt nicht rausnehmen. Aber wir haben halt in der Mitte noch den Kabelkanal. Vielleicht erkennt man sich hier mal ein bisschen tiefer rein. Ja, so sollte man sie sehen. Und hier ist noch eine kleine Trennwand, wodurch dann an der Seite noch ein kleineres Fach entsteht. Die Trennwand kann man aber nach oben rausziehen. Ja, man sieht sie ein bisschen schlecht, aber wir haben hier noch Verzurösen, 4 Stück. Beleuchtet, Heizungsausströmer. Da hinten kann man noch die Gasabsperrhähne erkennen. Und hier haben wir noch ein Gas, einen Heizungsausströmer. So. Also gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ja. Also, aber wie gesagt, uns fehlt das Fach da oben. Ansonsten, du hast zwar viel Stauraum, aber an dem Fach bist halt sofort dran, ne? Was wir noch vergessen haben zu erwähnen, hier oben ist eine Rückfahrkamera. Ja. Ist wohl nur eine einfache, aber auch in dem günstigen Preis enthalten. Also da kann man echt nicht meckern. Wenn ihr sowas sucht, ich weiß natürlich nicht, wie lange das Fahrzeug hier noch verfügbar ist. Das Einzige, wo man natürlich hier auch sagen muss, das Fahrzeug hat hier aufgesetzte Fenster. Also hier sind keine Rahmenfenster, wir haben hier rundum aufgesetzte Fenster. Aber ob das jetzt nun ein Nachteil ist, so, ich gehe noch mal außen rum von allen Seiten. Ein durchweg schönes Fahrzeug. So, Mone. So, das war der Trenta 600R im Pössl Center Marktbreit. Also wie gesagt, schaut ruhig mal vorbei, er hat hier wirklich einiges noch stehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke und ihr verpasst kein Video mehr. Und natürlich abonnieren. Das ist kostenlos. Tschüss, bis zum nächsten Fahrzeug.